Ist das verbirgt oder? Ich habe es gestern auch nur Ja. im Radio gehört. Also wir haben gestern die Informationen halt über unseren Fanladen bekommen, die ja dazu eine Stellungnahme veröffentlicht haben, der wir uns angeschlossen haben sozusagen. Und jetzt wäre die Frage nach deiner Frage. Einfach genau, wie evaluiert Bienen auf so etwas reagiert, zumindest innerlich, wenn sie so etwas hören. Ich höre viele Dinge jeden Tag. Das ist, wenn das passiert ist, dann ist das einfach eine kriminelle Handlung. Das ist kriminell und was soll ich dazu sagen? Ich meine, das passiert jeden Tag da draußen, dass kriminelle Handlungen passieren. Das haben wir jetzt nicht, im Fußball nicht exklusiv. Aber wenn die, sagen wir mal, wenn die Motivation wirklich darin bestehen sollte, dass man jemanden verprügelt, weil er zu einem anderen Verein gehört. Das wäre mehr als armselig, muss ich sagen. Und man muss auch immer vorsichtig sein. Das sind ja auch so Geschichten. Man zieht sich auch gerne mal was an, um den Verdacht auf irgendetwas zu lenken. Das kenne ich auch aus anderen Ländern, dass da passiert dann plötzlich passieren Gewaltakte und dann heißt es, das waren die Fans von dem und dem. Das kann man sich auch mal schnell anziehen und so tun, als ob. Am langen Ende, erstmal ist es für mich absolut armselig, wenn man Anhängerschaft zu einem Verein als Vorwand dafür nehmen würde, gewalttätig zu werden gegen andere Menschen. Und für mich ist das einfach nur ein krimineller Akt. Und Menschen, die sowas machen, die müssen die volle Härte des Gesetzes spüren, aus meiner Sicht. Aber wie willst du die jetzt finden, wenn die Leute die nicht kennen? Es nicht klar war, wer es gewesen ist, wie keiner erkannt worden ist, dann ist das ja schwer. Ich weiß es Zumindest ist nicht. ja klar, wen es getroffen hat. Fans, die euch begleitet haben und etliche Stunden und Kilometer auf sich genommen haben. Denn am Ende des Tages halt so, vielleicht nicht mehr mitfahren das nächste Mal, wenn die traumatisiert sind. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit so einer Fahrt in Verbindung setzen muss. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht besser gewesen, wenn sie jetzt hier aus vom Heimspiel von der Tribüne gegangen wären. Ich weiß jetzt nicht, was das damit zu tun hat. Das ist einfach nur verurteilenswert und kriminell. Egal in welcher Situation das passiert. Es gibt ja keine Situation, wo es schlimmer oder weniger schlimm Kann ja sein, dass das dann eben Vereinsangehörige besonders betroffen macht, wenn das eben eigene Fans. Ja klar, macht mich das betroffen. Also ich habe es ja jetzt hab noch keine Bestätigung darüber gehabt. Ich habe es jetzt nur so im Vorbeigehen im Radio gehört. Das ist unterirdisch. Da passt der Begriff. Das tut mir natürlich super leid ich weiß nicht, hat es richtig schwere Verletzungen Ja, gegeben? schon. Was denn? Wirklich schwere Verletzung, möglicherweise mit bleibenden Schäden und so weiter und so fort. Auch wenn die auch Beinbruch, ne? Mit Zehen. Ja, da ist ja noch nicht klar, wie das dann wieder, also wie die Genesung davor schreiten kann und so weiter und so fort. Also es ist schon massive Körperverletzung. Auch Kopfverletzungen? Nicht, dass ich wüsste. Wenn das dann nicht im Kieferbruch zum Beispiel? Gut, hier, da weißt du mehr als ich. Ich Achso, habe aber ist es keine nicht von euch Sitzierung zur verschaltet Kontrolle. worden? Wir haben ja nur das weitergegeben, was der Fanladen veröffentlicht hat als Stellungnahme. Ja. Und da stand halt drin, dass wahllos quasi auch auf die Leute eingetreten worden ist, gegen Körper, auch wohl gegen den Kopf. Und dass das natürlich eine verabscheuungswürdige Tat ist, gar keine Frage. Und da haben wir uns das war natürlich genauso positioniert. Von der Dimension habe ich ja jetzt überhaupt gar nichts gewusst. Ich habe gedacht, da wären Leute ein bisschen verprügelt worden, ohne dass es da so zu richtigen. Das ist ja Wahnsinn. Also, wenn das der Fall ist.